Hehehe, tut mir furchtbar leid, dass ihr jetzt einen Tag warten musstet. Und nochmal eine Schatztruhe. Mit dem Halsbonbon. Wunderbar. Bin schon auf den zweiten Höllenfürstenmann gespannt. Ich meine, ich weiß ja, wer kommt, aber ich weiß halt noch nicht, wie er in dem Teil hier aussieht. Okay. Melfis bekommt im nächsten Kampf ein Level Belebung. Schön. Magiesirup. Giftpulver. Und nochmal Magiesirup. Na, den da oben lassen wir in Ruhe. Den einen Kampf für Melfis kriegen wir auch noch. Auf jeden Fall kriegen wir eine Schatztruhe mit. Mit der rechten Klinge oder runde Klinge oder was auch immer. Und noch ein Geheimgang. Schrei, Götterträne, wunderbar, Halsbonbon und Aufwecken. Rein da. Hoch. Da. Turm der Illusion. Goldklumpen, wunderbar. 300 Mücken das Stück. Also im Verkauf. Katzenauge. Oh, davon habe ich auch unsagbar viele gefunden im Dungeon und ich weiß nicht mal, wofür die gut sind. Heilung. Okay, dann schnappen wir uns den natürlich hier, wenn wir direkt... Ach ja, der olle Goblin. Na, der Eiche. Weil das ja doch total nach einem Baum aussieht. Ganze Unkraut hier kaputt hauen. Huch. Egal. Oh, wir haben ja jetzt... Stimmt, wir haben ja noch einen. Schauen wir mal, was Moose so kann. Nanu. Man kann nicht auf die dritte Reihe zugreifen, oder... Oder wie, oder was? Tatsächlich, der kämpft automatisch mit. Na, das finde ich ja lustig. 1170 Erfahrungspunkte erhalten, ja. Heilelixier. Brain bekommt ein Level. Eimer auch. Moose ist scheinbar nicht direkt das Teammitglied. Und noch ein Blutwölfchen. Also, das Waldgeistlein scheint so zu kämpfen, wie ihm gerade lustig ist. Warum nicht? Randolf, Sina? Moose, doch, der bekommt auch Erfahrungspunkte ganz regulär. Schatzkiste mit dem Halsbonbon. So. Da ist bestimmt was. Na? Durch die vielen Stunden in der Höhle weiß ich jetzt immer ganz genau, wo sich was befindet. Herzschmerz, ach wie tragisch. Eigentlich ist keine so clevere Idee, den Blutwolf zuerst mit Wayne anzugreifen. Schließlich so ein Igittifui. Schließlich sind die Blutwölfe ja schon eine Weile älter und dadurch schwächer als die neuen Viecher hier. Macht doch irgendwie Sinn, oder? Böser Frosch, geh weg. Kamen wir von hier? Ja. Gehen wir halt hier lang und sind doch direkt richtig. Turm der Illusion, vierte Etage. Etage 5. Und 6. Jetzt müssen wir eigentlich gleich oben sein, oder? Gr-
grüne Pixie, die will ich gar nicht sehen. Bäh, weg. Wups, hier lang. Geh weg. Oh, die teile ich auch wieder. Bringen nach wie vor nichts. Und jetzt die blöden Blutmäuse greifen an. Move verteil, ach schön. Zuhören sollst du. Ausrüstung. Schade. Warum? Hier. Oh. Menü wählen, Magie, blub, blub, blub. Position, Ausrüstung, alte Texte, wunderbar. Rolle, Heilkraft, Heilt HP und Status. Mephis? Ja, warum nicht? Ach ja, stimmt. Welle. Moose. Wunderbar. So, Moose und Eimer dürfen also nicht in derselben Reihe sein. Sind sie nicht. Halt, warte doch mal jetzt. Alte Texte, Rolle. Herzschmerz. Reduziert feindliche Werte um ein Achtel. Schaden gleich maximal HP minus aktuelle HP. Ja, warum nicht? Sturmwurf. Greift alle an, Schaden... Also, ganz normaler Schaden geht aber auf alle. Tarnschlag. Überwindet Abwehrschaden bei 2. Haben wir gerade nicht. Erhöht Defensivpunkte und Regeneration für Verbündeten. Kommt Zina. Sport. Schnellangriff, Schaden gleich Geschwindigkeit. Hat Dai schon? Spiegelhand? Hat sie schon? Okay, das war's wohl. Weiter am Türmchen. Nanu, lass uns in Ruhe, Gespenst. Noch ein Bonbon. So viel wie ich im Augenblick quatsche, könnte ich langsam mal selber ihn davon gebrauchen. Wuhu, oben angekommen. Speichern, speichern, ja, wunderbar. Und Schatzkisten. Lebenssamen gefunden. Klaring. Und Absorber. So, wir sind schon 9 Minuten. Ich denke mal, jetzt kommt ein Boss und so weiter, für den wir garantiert 10 Minuten brauchen werden und so. Also mache ich hier einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns morgen wieder.